Lisa Victoria Frater. Sie ist die Erste im Seilfinale und der Gruppenwettbewerb ist jetzt erst einmal unterbrochen und nun strebt diese Weltmeisterschaft hier ihrem ersten Höhepunkt, nämlich der ersten Entscheidung zu. Und die 8 besten Seilgymnastinnen sind in dieses Finale eingeladen worden. Es gab hier keine Qualifikation, ein Sondermodus, der hier eingesetzt wurde für diese Weltmeisterschaften vor den Olympischen Spielen, jenen Topstars der Szene, sage ich mal, eine Präsentationschance zu geben. Also Einzelentscheidungen nur. Und die 8 Besten kommen jetzt in einer kompakten Folge und wir erleben die tanzende Victoria Frater aus Budapest, die bei den letzten Europameisterschaften vor wenigen Wochen in Oslo Rang 16 im Mehrkampf erreichte, zum ersten Mal in einem WM-Finale steht. Gelungener Vortrag. Und wenn ich sage Seilfinale, dann wissen Sie, liebe Zuschauer, hier dürfen die Top-Gymnastinnen nur an 2 Gerätefinals teilnehmen. Das ist eine Sonderregelung. Magdalena Bjeska hat sich entschieden für Ball und Keule. Das wird dann ab morgen sein, obwohl sie vor einem Jahr in Wien 8. des Seilfinals war. Und auch dieses Handgerät, das erste war, mit dem sie sich 1993 nach langen Jahren der Abstinenz als Deutsche wieder in ein WM-Finale brachte, 5. damals in Alicante war. Und wenn wir erinnern, vor ihr, na, da war es ein Weilchen her, als zuletzt Regina Weber in einem WM-Finale stand, 87 in Varna. Also, das die Konstellation und Premiere für sie mit Grüßen nach zu Hause von Victoria Frater. Premiere für sie in einem Einzelfinale einer Weltmeisterschaft. Sie ist natürlich auch für Atlanta qualifiziert und dort starten die 40 besten Gymnastinnen in einem Vierkampf. Und sie müssen über eine Qualifikationshürde dort in Atlanta nehmen. Ins Halbfinale kommen die besten 20 und ins Finale dann die besten 10 der Welt. Ob sie es da schafft, wird schwierig. Vielleicht